Sauber Weber. Für Arkane Krieger. Ja, das haben wir eh nicht, aber ich würde es dennoch mitnehmen zum Verkaufen. Das ist bestimmt ein bisschen mehr wert als das bisherige Zeug. Aber ich weiß es halt nicht, ne? Okay. Dracheneier. Die es beschützt haben. Wo Eier sind, ist die Mutter meistens nicht weit weg. Überall hier auch diese ganzen heißen Quellen und so. Sind wir auf dem Vulkan wirklich? Also Liliana hat ja schon irgendwas von Lava erzählt. Aber ob das auch wirklich irgendwie damit zusammenhängt, ich habe keine Ahnung. Was ist das da? Was ist das hier? Sind das auch alles Dracheneier? Du brauchst mal einen kleinen Heal. Hier würde ich den schon mal gerne looten. Kann ich jetzt aber gerade nicht, dann halt nicht. Was machen die hier? Sind das... Das sind doch Eier, oder? Was soll denn das sonst sein? Die machen doch bestimmt irgendwas hier mit den Dracheneiern, damit sie dann ihnen gehorchen oder so. Im Drachenei ist ein Lebenstrinker drin. Für Blutmagier, super. Und so was hier. Hm. Hm. Also langsam kriegen wir halt wirklich Equipment, ne, das halt für bestimmte Talentspezialisierungen zuständig ist. Das ist interessant. Wir haben halt auch keinen Blutmagier, ne? Also außer wir kriegen hier diesen Visa Jovan aus aus Redcliffe dann irgendwie als Gefährten. Ich weiß es nicht. Immerhin konnten wir ihn steuern und so. Hm. Mal abwarten. Erstmal die Quest hier zu Ende bringen. So, jetzt kommen wir aber zum Berggipfel. Jetzt haben wir hier genug gesehen. Ich habe genug gesehen. Und ich will endlich diesen verdammten Kelch. Von so einem Elch. Oder so. Oh, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber davon jede Menge. Ja, 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 ja. Ja, das hätte ich jetzt halt alles hier nicht so wirklich erwartet, als ich hier den Tempel betreten habe, aber gut. Ist halt so. Jetzt lass mich raten, die glauben, Andrasse wurde wiederbelebt in Form eines Drachen. Oder so. Ich weiß es nicht. Aber möglich wäre es. Spinner glauben jede Menge komisches Zeug. Oh, guck mal, was habe ich denn da übersehen? Ach, da war, glaube ich, irgendwie so ein Dolch drin oder so, ne? Na, Streitkolben, ja. Meine zweite Wahl. Hm. Ich habe eine Gehirnerschütterung. Oh nein, ich habe einen Abzug auf Magie. Oh nein. Oh, ich als Krieger, einen Abzug auf Magie. Oh nein. Ach, guck mal. Die kommen auch langsam wieder hinterher. Habe ich es abgehängt oder was? Gibt's ja nicht. Ich speichere mal. Und dann gehen wir da durch. Der Berggipfel. Unendliche Weiten.
Ja, okay. Okay. Ich habe ja keine Wahl, ne? Musik ja beruhigend auf wilde Bestien, aber ich werde das jetzt nicht überprüfen. Okay. Ich muss das ja hier nur machen, ne? Und ich könnte jetzt diesen Drachen holen, wenn ich jetzt hier ins Horn blase, ja? Ich guck mich hier nur mal ganz kurz vor um. Wir haben da eine Tür. Wo kommen wir denn da hin? Verfallene Tempel. Ist das nicht auch da, wo wir gerade herkamen? Wo bin ich hier? Ah! Hier bin ich. Wo ich noch sagte, ach ja, ja, da komme ich vielleicht irgendwann von der anderen Seite. Ja, ich kam von der anderen Seite, nur jetzt ohne eine Barriere dazwischen. Okay, das ist ein kurzer Weg nach drinnen. Okay. So. Und jetzt soll ich allen Ernstes ins Horn blasen, oder was? Damit wir den Drachen schlachten können. Dann haben wir erstmal Kisten. Ein Langbogen kann ich nicht mitnehmen. In der Kiste haben wir schwere Kettenrüstungshandschuhe und ebenfalls Müll. Und Kästenrüstungsstiefel, ja. Wenn das Sprachhirn einfach nicht mehr funktioniert, ne? So. Inventar, bitte. Wo haben wir das Horn? Wo ist das Horn? Oder wir können es gar nicht selber benutzen? Doch, da war doch ein Benutzenfaktor drin. Da, Kolgrims Horn. Benutzen. Habe ich gespeichert? Jetzt ja. Hi. Ach du Scheiße. Hoher Drache. Upti-du. Was? Alistair ist schon tot? Alter. Das kannst du doch nicht machen. Also ja gut, du kannst schon. Oh Gott. Mach mal sowas. Also ja, wir würden ihn tot kriegen, aber es würde halt saulange dauern. Und es hängt auch mit viel Glück zusammen. Waffen sind halt auch nicht gebufft, aber ich glaube, das würde in dem Fall halt auch weniger Schaden machen. Weil es halt Flammenwaffen wären, wenn wir jetzt hier Eiswaffen drauf machen würden, dann würde es auch wieder anders aussehen. Du nimmst bitte hier gleich nochmal eine Heilung. Vielen Dank. Du machst bitte einen Blitzdings. Oh, okay. Ein Lebensentzug. Du machst einen massiven Schlag hier, mächtigen Schlag. Meinetwegen. Ist im Moment halt wirklich hier pure Taktik hier. Alles halt vernünftig einigermaßen angehen. Du verstärkst bitte deine Waffen. Du hast mal wieder nichts, das ist toll. Kannst du da das hier auf ihn casten?
verjüngen für Arme. Das war jetzt unnötig, dass ich jetzt Morgan geheilt habe. Au. Nicht gut. Ja, nicht gut. Oh Gott. Solange der Drache jetzt nicht hier jemand verspeist, ist alles okay. Wo ich es gerade gesagt habe. So. Es kann sich nur um Stunden handeln. Du bräuchtest echt nochmal einen Heal hier. So. Du bräuchtest echt einen größeren Heal. So. Du machst bitte einen Blitz. Ein Blitzdings. Hätten wir jetzt Alistair, der würde halt auch nochmal ein bisschen was wegmachen, aber ich habe irgendwie ihn total verpasst. Oh Gott. Was der Drache für einen Schaden macht. Na gut, er ist ja auch ein Drache, er darf so viel Schaden machen, aber trotzdem. Oh Mann. Unter die Gürtellinie mach mal. Wird nicht viel bringen, aber mach mal. Oh Gott, ich glaube, jetzt ist vorbei, ne? Kannst du Liliana heilen? Ja, aber es hat nichts mehr gebracht. Okay. We're doomed. Totally doomed. Zwei tot. Kaum noch was zu tun hier. Du machst das mal bitte auf ihn. Du heilst dich. So. Dann immer fester drauf. Immer fester drauf. Der nächste, der verspeist wird. Ja, lecker. Kannst du in der Zeit hier was nehmen? Nein? Okay. Gut, das war's. Neuer Versuch. Mit nur Morrigan und noch einen halben Drachen vor mir. Das kann nichts werden. So. Also. Folgendes. Wir machen einmal. Hier, wir haben hier Frostwaffen. Von Frosta. Die packst du mal dahin. Und die castest du, nachdem du dich geheilt hast. Du heilst dich. Und du machst hier was ganz Tolles. Oh. Jetzt ist Morgan schon gleich tot. Ja, dann kann ich sowieso knicken. So. Heilen. Heilen. Und du gehst drauf da. Steht auf? Ja, genau. Okay. So. Was auch immer der Drache gerade macht, das gefällt mir gar nicht. Er leuchtet komisch. Gut. Du. Kommst daher. Frostwaffen hier wieder rein. Und die castest du gleich erstmal. Fett. Fett casten. Obwohl du gar nicht casten heißt. So, du machst das. Du machst bitte sowas. Und du. Bitte mega awesome. Oder so. Ich weiß auch nicht. Du brauchst erstmal eine Heal. Und da kann er gleich noch einen vertragen. Ist ja lecker. Morgan ist tot. Es ist ein Traum. Können wir laden? Irgendwie so automatisch speichern? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so machen will. Vielleicht brauche ich nicht Morrigan im Team. Jetzt, wo wir halt hier auch, ne? Dieses Team hier nochmal wechseln können.